Ja, eine richtig coole Geschichte ist natürlich der Apigator. Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Main-Menü und wähle mir jetzt erstmal eins von den Plugins an. Das mache ich, indem ich hier zum Beispiel auf ja, dieses Steckersymbol gehe. Wenn ich da drauf gedrückt habe, habe ich die Möglichkeit zwischen Bassline, das ist ein monophoner Bass-Synthesizer, Electric, das sind E-Pianos und dann kommen halt eben noch die typischen Synthesizer-Sounds, Tube-Synth. Ich wähle jetzt einfach mal hier die Bassline an, bestätige das mit dem Joke-Dial und dann kann ich hier im Prinzip die Preset-Sounds durchwählen und habe jetzt hier mal so einen Sound angewählt. Damit das Ganze ein bisschen lustiger ist, habe ich noch den Arpeggiator. Ich drucke Note Repeat zweimal, kurz hintereinander ganz schnell. Ja. Ich kann aber auch hier mit Shift, kann ich das auch machen. Ich habe mich jetzt hier an Note Repeat zweimal kurz gedrückt hintereinander und habe hier den Arpeggiator. Komme ich aber gleich zu. Bei den Sounds hier sind eine Menge coole Sachen dabei. Ich kann die über die Pads spielen. Kann die durchhören dabei. Ja, das ist im Prinzip eigentlich dann eine ganz klare Kiste. Also gehe ich jetzt mal mit dem Doppelklick auf Note Repeat in den Arpeggiator. Und ich habe hier die klassischen Funktionen, wie den normalen Arpeggiator, mit rauf, runter. Kann dann halt noch Time Division noch verändern, einstellen. Ich kann die Swing-Funktion einstellen und hier dann auch noch die Oktaven. Ja, zum Ende hin haue ich nochmal so ein Best-of von den Arpeggiator raus. Die nächsten Sachen, die jetzt kommen, sind eigentlich alles Patterns. Und die bei den Arpeggiator schon vorinstalliert sind. Ziemlich cool.